Noch immer zählt Sacred Spy zu den wohl schönsten Action-Rollenspielen. Mit dem neuen Physics-Patch wertet Ascaron in Zusammenarbeit mit Nvidia die Grafik aber noch einmal ordentlich auf. Vor allem die zahlreichen Partikeleffekte bei Zaubersprüchen oder Windböen beleben die teils etwas sterile Fantasy-Welt Ankaria deutlich. Im Folgenden zeigen wir Ihnen jeweils im Splitscreen die Unterschiede zwischen Physics-verbessertem und normalem Sacred 2. Im linken Bild sehen Sie jeweils die grafikkartenbeschleunigte Sacred 2-Version, im rechten die normale. Achten Sie vor allem auf die deutlich effektvolleren Zaubersprüche. Derart viele Partikeleffekte haben wir noch in keinem Spiel gesehen. Doch nicht nur die Zauber profitieren von der Physics-Beschleunigung, auch die Umgebung wirkt erheblich lebendiger. Viele Zauber nehmen direkten Einfluss auf die Umwelt, Druckwellen oder Schilde blasen Laub durch die Gegend oder wirbeln Kieselsteine auf. Die Lichtsäule der Seraphim zum Beispiel zieht Objekte in der Nähe an, lässt diese um die Säule wirbeln, um beim Abklingen des Spruches die Gegenstände wieder zu verstreuen. Ein anderes Beispiel: Die Eisritter der Hochelfe zerfallen in deutlich mehr Einzelteile und scheinen dann am Boden physikalisch korrekt zu schmelzen. Im folgenden Kampf gegen den Steingolem achten Sie mal auf dessen Spezialattacke, wenn der Riese auf den Boden schlägt. Ohne Physics wirkt der Kampf recht harmlos. Mit Physics hingegen fliegen deutlich mehr Steine durch die Gegend und die Wucht des Aufschlags wird geradezu spürbar. Um Sacred 2 derart aufzuhübschen, brauchen Sie zwingend eine GeForce-Grafikkarte ab der 8er Serie, also zum Beispiel eine GeForce 8800 GT. Die vielen zusätzlichen Effekte wie Fußspuren, fliegendes Laub oder aufgebohrte Zaubersprüche kosten aber selbst mit einer GeForce GTX 280 bis zu 30% Leistung. Alles in allem zeigt das Beispiel Sacred 2, was mit Physics an zusätzlichen Effekten möglich ist. Auch abseits von richtiger Physik wie einstürzenden Mauern oder splitterndem Glas. Allerdings sind all diese Effekte nur optischer Natur, einen Einfluss auf das Gameplay haben sie nie. Ach ja, was passiert, wenn im Rechner keine GeForce sitzt, zeigt das Ende unseres Videos. Selbst ein 3 GHz schneller 4-Kern-Prozessor hat nicht genügend Power, um die vielen Effekte zu berechnen. Extreme Ruckler sind die Folge. Je mehr auf dem Bildschirm passiert, desto brutaler die Einbrüche.